Im Jahre 1876 ist alles noch ein bisschen ruhig, aber es wächst und wächst. Die Städte werden größer, die Züge werden mehr und auch die Eisenbergwerke werden mehr. Jo, da wir hier auch einen Steinbruch weniger haben, ich werde mal versuchen, wie kann man noch hier mal noch eine Lastwagenlinie zu machen. Und eine Ölraffinerie, die geht weg, okay. Müssen wir ein bisschen vorwärts machen. Mal schauen, wie das geht, wenn es lädt. Ja, das ist viel zu teuer, Mist. Okay, das müssen wir uns leider ein bisschen abstreichen. Ich wusste gar nicht, dass das so teuer ist. Okay, müssen wir noch ein bisschen warten. Schade, ich hätte die Idee gehabt, da mal die zwei Städte zu versorgen, wo wir im letzten Part ja gezeigt haben. Jo, ist ein bisschen einsam hier hinten. Wieso gibt es hier keine Steinbrüche? Hier nämlich auch nicht. Es ist ein bisschen schwer, über Flüsse zu gehen scheinbar. Hier hätten wir eine Brücke. Hier hätten wir eine Brücke, aber das ist zu weit. Ach komm, wir machen es mal. Okay, eine Brücke hätten wir. Wir müssen nur noch hier die Straße in den Wald machen. Was auch ein bisschen teuer sein kann. Was ist das jetzt gewesen? Okay, es funktioniert alles noch. Könnte etwas, was ich runterlade fürs Entwickeln von einem Spiel benötigte gewesen sein. So, es ist sehr teuer hier eine Straße. Aber okay, 64 Stundenkilometer. Wir könnten den so besetzen so langsam. Oder eine Straßenbahn auch machen, wo es zu viele Leute gibt. Aber okay, ist verbunden. Wunderbar, das haben wir schon mal gut gemacht. Jetzt machen wir direkt hier schon mal. Nein. LKW-Station, ne? Sehr schön. Jo! Ich möchte das alles ein bisschen, mehr in ein Belangen-Nachkommen-Ding machen, verwandeln. Projekt, oder? Ich mache jetzt nicht so frei von mir die Sachen, sondern eher, was die Leute wirklich brauchen. Und dann kann es halt einfach auch ein bisschen schwer sein. Vielleicht die Straße hier so kiesig machen. Und genau hier unten müssen wir dann zweimal. So, wunderbar. Also machen wir die Linie. Wir machen zweimal so, dass wir hier, dann hier, dann zum ersten, denke ich mal, bringen ist wichtiger. Wo war's? Ist es hier gewesen? Und dann wieder zurückgehen. Dann nochmals holen. Und dann zum nächsten gehen. Weil dann haben wir eine Linie und zwei Ziele. So. Dann schauen wir mal, Winkel. Ich habe diese Geste nicht. Winkel. Und Sang. Backstein. Super. Okay. Was haben wir hier? Wir haben hier noch eine Linie, die nicht genutzt wird. Die könnte ich dann auch noch benutzen. Machen wir doch mal eine Linie. Einfach von hier nach hier. Das genügend hergestellt werden. Steinbruch. Wieso kann ich das jetzt? Light, ja. Das ist schwer,
Im Steinbruch. Nein, Öl. Was habe ich da? Bausteine genommen? Ich wollte eigentlich nicht Bausteine. Backsteine habe ich genommen. Also schauen wir mal, was das genau sind hier. Das habe ich noch nicht nachgeschaut. Baumaterial. Okay, dann weiß ich. Muss ich beide. Ich wusste, es ist irgendwas mit Bau. Baubeine. Und das andere ist Backbeine. Nee. Das sind Bausteine, wieso? Weil es vielleicht einfach allgemeiner ist oder so. Okay, gut. Dann muss ich unbedingt die Linien oder zuweisen hier oben, damit ich das sehe. Ja. Welche Linien zu mir gehören, also zu uns. Die sind 20 schnell. Das kann ich schneller wissen. Die sind 5, die sind alle Güter. 4. Wir nehmen die neuesten. Da unten im Bauernhof. Ja, passt genau noch. Sieht auch schön aus, aber ist völlig unnütz. Schade. Also der ist jetzt gleich weg. Plopp weg! Oh, aber eine schöne Wiese entstanden. Also ich wollte noch was auswählen. Wieso kann man hier nicht sich bewegen? Okay, ne, Quelle geht weg. Also der ist nicht richtig. Der ist richtig. Ich habe ja Geld. So, machen wir noch genügend. Und das ist der erste, genau. Und der zweite. So. Also es war, glaube ich, noch etwas oben, aber man kann die nicht genügend schauen, was denn neu ist. Es gibt wirklich keine Liste. Es gibt dieses Move It noch, ja. Es gibt keine Liste. Und ja. Wir sind Punktezahl 1. Wir waren doch 0, oder? Jetzt müssen wir nur wissen, wo. Sieht immer noch so aus, okay. Jo. Klar sind die Finanzen runtergegangen, aber die gehen ja auch wieder hoch. Das ist schon okay. Okay, dann müssen wir warten, bis wir Punktezahl 2 sind. Und dann müssen wir halt einfach noch ein paar mehr Routen machen. Das dauert ein bisschen. Dann verändert sich das Hauptquartier. So, wir haben ja auch erst den Norden angeschlossen. Das dauert noch ein bisschen. Jetzt schauen wir mal kurz noch die Städte an. Unsere schöne Marburg mit der Kirche. Nicht mit der Burg, sondern mit der Kirche. Sangerhausen ist ja so am Wachsen, genau. Aber ja, jetzt nicht mehr so. Das war doch 217, oder? Haben irgendwelche Probleme gerade. Warten 4. Hier warten 27. Via Mittelstraße. Wo ist Mittelstraße? Die wollen immer nur hier runter. Also der Zug ist noch nicht gut gefüllt. Also, dann müssen wir hier. Okay, Ulmen. Da gehen viele Sachen weg. Hier ist plötzlich irgendwie viel Platz. Und da drüben geht auch. Okay. Ja, ist auch nicht so wichtig. Also, ich werde immer ein bisschen vom Game abgelenkt. Ich möchte gerne die Linie nutzen. Fahrzeug verwalten. Die, denke ich mal, einfach umwandeln. Oh, da haben wir noch. Ja, sind zu wenig stark. So, einfach mal schauen. Vorbeischauen. Wie viel Platz habt ihr dann am Ende? Nehmen wir einen, der kommt. Wie viel Platz hast du? Du gehst, glaube ich, weiter, oder? Ah, oh, ich kann hier nicht steuern. Also
kann ich hier nicht drehen. So, jetzt. Ich muss also. Jetzt sind wir drei. Also drei sind drin. Also. Der muss hier wieder kehren, weil hier keine Bushaltestelle auf der anderen Seite ist. Ich denke, damit hier noch genügend Platz haben, mache ich hier auch eine. Und binde die richtige auch an. Und hier glaube ich auch, hier kehren sie auch immer wieder. Oh, die falsche. Uiuiuiui. Da habe ich nicht gut geschaut. Hier sind die. Also machen wir doch das mal noch S mit der Linie. Linie verwalten. Ist das richtig schon? Weil hier 2 und 8 ist zusammen. Also es tut fusionieren sozusagen gut. Und bei der müsste ich eigentlich direkt auch gehen können. Ja, das müssen wir machen. Heilbronn ist ganz weit weg. Die haben sowieso viele Bauernhöfe. Okay. Und die nicht. Okay, dann machen wir doch hier nochmal so eine Bushaltestelle. So. Können wir das gerade hier einfügen? Nach der 2 müsste hier die 3 kommen. Und nach der 8 müsste die 9 kommen. Damit es effizient bleibt. Jo, das ist vor allem der Taubenweg, wo halt wirklich mit dem Bus war, mit dem Zug vorhanden. Okay, sollte eigentlich gut gehen, weil die Stadt soll ja auch wachsen. Und ich denke, ich mache irgendwann mal, wenn jetzt hier zu viele sind und hier zu viele sind, dann eine Straßenbahn immer so ein bisschen dahin. So ungefähr. Vielleicht hier noch eine Straßenbahnhaltestelle. Jo. Hier hin. Okay. Wir haben aber gut zu tun. Es ist ja, Geld auch vorhanden. Genau. Und die hier, bist du nicht angeschlossen? Ja, jetzt so langsam müssen wir leider hier auch die allgemein. Machen wir mal 25. So, wir müssen immer wieder reparieren und das mache ich meistens am Anfang noch nicht so schnell. Ah ja, vielleicht ist die Linie hier kaputt gegangen. Dann ist die immer noch da. Transportiert ihr? Ja, ihr bringt. Okay. Sie haben einfach gar keine Dinge. Eine Ölquelle ist, glaube ich, erschienen. Kaputt. Also, wird sie abgerissen? Ich finde das eine Frechheit. Hey. Liebe Game Designer, mach das doch endlich mal. Jo. Die liefen langsam. Nach 13 Minuten seid ihr mal dort. Ey. Das ist noch viel zu langsam. Kutschen. Also er hat Geld verdient. Er geht jetzt auf den Weg wieder zurück. Er geht außen herum. Okay. Ja, klar. Er hat einfach noch nichts dabei, weil noch keine Bretter produziert wurden. Bist du? Ja. Dann schauen wir mal mit ihm mit, wie viele Bretter er ja, mitnimmt. Ja, ein bisschen beobachten. Jetzt müssen wir gerade nicht mehr so viel stressen. 2 Jahre sind wieder vergangen. Oh, manche Bäume sind so schön. Gibt es einen Naturmod, der mehr Bäume einfügt? Ja, dann im nächsten. In der nächsten Karte dann. Okay, 4 von 5, das ist schon mal gut. Oh, das ist schön gemütlich. Machen wir doch mal. So. Und zwar. Ja, das ist ziemlich umständlich. Boah. Beat. So. Wären wir gerne mal das
erzählt, wie man dann Fotomodus am besten benutzt. Der darf das natürlich gerne in die Kommentare schreiben und mir erklären. Das ist ziemlich schwer jetzt gerade so. Aus dem Nichts herauszufinden oder so. Gut. Ja, hier ist jetzt momentan nicht so viel. Also ja, das war schon im letzten Part nicht so viel los leider. Ich müsste wie noch eine Stadt anbinden hier. Ja. Also Leichingen wäre vielleicht machbar. Ein bisschen geht's rauf. Wir haben langsam genügend Geld. Auf jeden Fall hier irgendwo. Man kann die Städte nicht so gut mit einem Zug verbinden, dass dann eine heftige Kurve macht. Okay. Keine Ahnung. Ah, der Bauernhof geht weg. Endlich können wir die Zuglinie weitermachen. Klar. Ah, habe ich gar nicht gemerkt, dass dieser Bauernhof hier abgerissen wird. Geil. Genau richtig. Sollen wir den Bahnhof oben durchmachen? Wenn ich jetzt schon so sehe, direkt, könnte ich eigentlich die Zuglinie hier durchmachen. Und bis hier hin und dann hier runter gehen. Von hier muss ich dann... Oh, hier oben. Da runterkommen. Also hier schon wieder zurück. So, und hier drüber. Hier rüber. Das geht nicht gut. Ich müsste hier rüber und es ist sehr teuer. Ich weiß es ja nicht. Ich mache, glaube ich, zwei. Ich mache hier wie so ein Kreuz, also ein Dreieck. Jo. Kohle hier. Ja, ist auch Kohle in der Nähe. Nee. Stahl. Stahl brauchen wir für Werkzeuge, aber Werkzeuge sind nicht in der Nähe. Nein, Maschinen sind es. Okay. Stahlwerk, dort unten. Ist nicht so schlimm, haben wir auch ein zweites. Jetzt müssen wir ein bisschen beobachten. Da kommen sie. Jo. Durch die Stadt halt noch, aber. Da habe ich auch nicht so viele Emissionen und Lärm und so umgestellt, einfach, dass es ein bisschen bequemer für uns wird. So, wollen wir die auch langsam? Nein. Wir könnten einfach mehr machen. Verdoppeln wir sie mal. So. Okay. Können wir gleich mal schauen, ob wir so langsam Lastwagen haben. Das dauert wahrscheinlich noch mal ein bisschen. Okay, der Bauernhof hier. Noch ein neuer Bauernhof. Wo ist denn eine Lebensmittelfabrik? Die war doch irgendwo... Ich sehe es jetzt gerade nicht. Da oben. Es sind so viele Bauernhöfe, aber keine Lebensmittelfabriken mehr. Doch da eine. Da Brot, genau das war mal, was wir gesagt haben, wir machen da mal. Aber es lohnt sich wie noch nicht.
Gut, machen wir das erstmal weiter. Wir haben jetzt wirklich genügend Geld. Schauen wir nochmals kurz hier in die Finanzen. Kleine Kohleberge, ist weit weg. Finanzen, hallo. Geh auf. Und hier. Es ist immer noch Punktezahl 1. Vor allem auch die Industrien hier und so, die sollten nicht so schnell an Level aufsteigen. Ich das verpasse. Es wird wirklich fast nichts angekündigt. Wahrscheinlich schon aus guten Gründen, dass es nicht nervt oder so. Aber man sieht halt nie, wenn ein Level up ist irgendwo. Ja, hier Brot irgendwo hin. Gutschein ist auch. Ja, okay, ein bisschen weiter weg. So, es ist eine ziemlich schwere Map, also es ist nicht mehr so einfach irgendwas zu finden und eine Route zu planen. Tun die plus, die tun noch nicht plus. Die tun plus. Also wir könnten ein bisschen weniger Fahrzeuge manchmal machen, dass alle plus machen. Okay. Also ich muss jetzt hier mal beginnen. Liebe Spiel, nicht nerven. Ja, okay, nerv noch kurz. Also, wir reisen hier ein bisschen ab. Jetzt ist der Bauernhof da. Schön, hier reisen wir ab. Wir machen die Strecke richtig schön. Okay, es geht hin. Ja, hier müssen wir. Stimmen. Bauernhof, Bahnhof. Passagierbahnhof in, glaube ich, kürzer. Muss ich die Taste finden. Ah, es geht nicht so gut. Können wir jetzt hier anschließen, sondern auch nicht möglich. Aus irgendwelchen Gründen. Ach komm. Nur wegen diesem blöden Blödsinnsabschnitt hier. Also sind wir fertig. Ja. Jetzt möchte ich Zug einfach, dass du hier noch eins weiter gehst. Okay? Du gehst zwar gerade zurück, aber die Linie möchte einfach, dass ich hier zwischen der 3, hier, 4, 5, 6 und dann gehst du wieder zurück. Das ist richtig. Okay. Zuschauen! Jetzt muss ich sowieso auch schauen, wie viele Leute mitfahren. Ich müsste bald einen Waggon mehr nehmen. Ich denke, ich nehme jetzt schon einen neuen Waggon, weil er verdient ja auch. Und zwar müssen wir Passagier. Der ist ein bisschen schneller. Der ist 18. Es lohnt sich schon langsam auf den Zug. Ja, wir haben genug Geld. Wir tun den Zug verschnellern. Das heißt, wir nehmen den 64er, denke ich. Auf jeden Fall. Der 64er. Sieht fast gleich aus, scheinbar. Und dann 4 Waggons. Ja, ist gut drin. Wunderbar, haben wir einen schnelleren Zug und auch mehr Plätze. So, eine neue Industrie, ganz im Süden irgendwo. Ja, Südost. Ja. Okay, jetzt fahren 30 mit, das sind noch ein bisschen wenig. Aber wir haben ja den Bus schon ein bisschen für die Buslinie ein bisschen vergrößert mit mehr Fahrzeugen. Hier gefällt mir auch noch nicht, dass nur 2 Personen sind.
Und die wollen ja meistens auch weiterfahren von der ersten Stadt. Ja, sind gleich viel geblieben. Es könnte sein, dass wir langsam auch wieder weniger verdienen mit dem Zug. Wir haben halt nur einen Zug. Wir müssten nie noch mehr Züge jetzt machen. Oh, Droschni. Droschki. Ist das polnisch? Oh. Aha. Werkzeuge. Braucht eine Stadt Werkzeuge da oben? Ich denke, ich mache das mal. Weil die brauchen auch Werkzeuge. Okay. So, jetzt sind nur noch zwei, die hier hinfahren. Oder eigentlich irgendwo anders hinfahren. Wir müssen also hier so langsam. So. Nicht vergessen. Wir müssen zumachen. Gemischte Felsen. Jo, machen wir mal andere. Was das? Ja, die kann nie abwählen. Es wählt nicht. Ändern. Es wählt nicht ab. Welche Taste ist zum Abwählen? Da, das ist das Problem. Man weiß es nicht. Die Taste. Einfach nichts abwählen. Okay, 32 und ja, es ist eben noch ein Plus. Gut. Ich würde gerne diese Bushaltestelle umändern. Ich mache jetzt einfach mal eine neue. Schließe ich die nicht mehr an. Das darf ein bisschen. So. Linie. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Irgendwann mal hier eine 16. Das bringt ja nichts. Okay, dann haben wir schon mal ein bisschen mehr. Haben wir hier Buslinie? Ist das noch mal, ist das noch da? Ne? So haben wir im letzten Part erst gemacht. Noch lohnt sich's. Aber wenn hier weniger fahren, dann zurück und so. Das ist der nächste Bus. Zum Beispiel hier. Okay, eine Rückwelle. Die ältere von Riegel weg, die ist ja sowieso sehr einsam. Ja, die bekommt kein Rohöl. Ist zu weit weg. Lohnt sich nicht. Die Straße hier gut zu sehen. Ist ein bisschen zu grell, aber. Na gut. Okay. Haben wir irgendwo noch Baustein? Also den Baustein? Nein. Nur noch hier. Ist zu weit weg. So, der Bauernhof geht weg. Und Heubach, das ist auch irgendwo im Süden. Okay. Also jetzt haben wir doch einen Bahnhof mehr. Wie lange geht das eigentlich hier, bis man... Oh, wir haben 4 Punktezahl bekommen. Aber okay, es muss wahrscheinlich 10 sein. Jetzt dachte ich, mit Punktezahl 2 gibt es schon einen. Scheinbar mit Punktezahl 10. Das ist gut. Also es hat sich etwas getan in diesem Part scheinbar. Okay. Schön, schön, schön. Ich bin froh drum. Ah, jetzt sind aber ganz viele Leute hier.
Der ist ja nicht mal angebunden. Ach, Spiel. 28, okay. Also, dass es hier so wenig fahren, dann ist der Zug eigentlich noch ziemlich, ja, am Gewinn machen. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass es halt besser wird. Schauen wir mal die Busse hier an. Die haben immer noch Leute. Die zwar jetzt nicht mehr, die Rübe. Ah nein, das ist der Stadtbus. Oder Dorfbus. Ja, ja, die machen Plus immer noch. Das ist gut. Jo. Wir haben hier unten dann auch noch eine Ansage. Gell? Also zum Beispiel die hier, die Bausteine machen noch nicht. Plus. Auch Bausteine. Das sind alles neue Routen, die noch nicht Plus machen. Und Oberhobrot ist welche Route? Das ist dunkelblau. Ist das die Route? Nein, ist doch nicht dunkelblau. Ah, weil sie so weit. Ah, 1, 2, 3. Weil die noch ja, ein bisschen weit fahren muss. Jo. Da könnte ich eigentlich eine bessere Verbindungsstraße noch bauen. Ja, komm. Aber ohne da so braun. Nicht so. Ein bisschen Kurven, wenn es geht. Hier unten. Ja, so geht. Wunderbar, dann ist hoffentlich diese Strecke auch noch effizienter. So, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Jo, es macht Spaß und ich mache natürlich gerne weiter so viele Parts. Falls weniger kommen, einfach ein bisschen kurz sagen, ihr wollt gerne mehr sehen. Weil es kann einfach sein, dass ich manchmal nicht so motivierend bin, weil ich halt nicht so viele Zuschauer habe, aber dürft mir gerne ein bisschen unterstützen, gell, damit. Schreibt, was ihr wollt und ja, vielen lieben Dank. Tschüss.